herzlich willkommen, nein, da geht's hier nicht lang, zu der 5. Folge der Süddeutschen Tour mit mir, der Matthias TV. Heute sind wir in Nürnberg und heute gibt es zwei Sachen. Einmal gehen wir, wie man das sieht, das Nürnberger Eisenbahnmuseum. Das größte und hoffentlich auch das beste Museum, das es hier gibt. Nochmal kurz ein Update, wo ich wirklich sehr entsetzt bin, weil ich so das Debütmuseum Halle-Saale, wo ich auch so viel Kritik gesagt habe, da haben sich meine Communities mich gekriegt. Also, es ist nur meine Meinung. Es ist nur meine Meinung und nicht was, wo ihr euch mit einmischen müsst. Das ist nur meine Meinung. Jeder kann ihr meine Meinung, ihr eigene Meinung stellen, aber nicht, dass sie mich beleidigen. Das ist das schlechteste Video von meinem Video geworden. Das ist einfach. Vielen Dank für den Mist. Also, egal. Ich bin halt jetzt hier, wo ich hingehe, weil ich jetzt die großeste Brücke gemacht habe. Das sind noch ganz alte Betonschwellen. Ja. Alles von dir von unseren türischen Stoff von ICE 1, glaube ich, ist das. Ich glaube, das ist von ICE 1 der Führerstand. Oder von 120. Nee, ICE 1 ist das ja. Das mag ich nicht durchlesen, weil es einfach viel zu klein ist und so. Wohin kommt noch ein bisschen. Technische Staaten der Original Triebkopf installiert noch in die Rentenstellung 1985. Höchstgeschwindigkeit 350 km, das ist ordentlich. Leistung 4200 Kilowatt. Länge über Puffer 20.560 mm. Hersteller AEG BBC Henkschill Kraus Maffei Krupp Siemens. Maßstab 1:20 DB Museum. Ja, also, das ist alles Maßstab 1:20. Und hier haben wir sogar eine schicke, die 120001. Die hinten sogar steht, glaube ich. Da steht es auch. Modell von der Lokomotive 120. Höchstgeschwindigkeit 1979, Höchstgeschwindigkeit 200 km/h. Leistung 4x400 kW. Länge und Puffer 19,200 mm. Hersteller BVC Henkstil Klaus Meichfeld Krupp. Maßstab 1:20. Ja. Und hinten schicke auch steht auch Original. Oh ja, das sind die Daten, die ich früh gewesen habe von der Testfahrt. Genau. Das sind wirklich die Sitze davon von früher. Gehen wir weiter. Oh, was war denn ein Schiff hier? Ach so, Güter. Oh, nicht schlecht. Oh ja, das kenne ich doch schon irgendwo. So sieht es für eine Show-Geschwindigkeitsstrecke aus. So, heute Zeit. Hier wollte ich jetzt gerade so auf den BB. Ja, egal. Was soll das hier?
Das war früher die alten Reiseautomaten, Reisezugangsaufkunftsautomaten. Fahrkartenschalter. Der Ding ist nur. Hier war auch eine schicke E-Lok. Nee, das ist ein Oberleitungsbauzug. Ich sehe gerade von früher Zeiten, wie die Oberleitung gebaut wurde. Ja. Alles im Modell. Hier haben wir eine schicke DR250. Oder beziehungsweise. Nee, 243. Ja. Gehen wir weiter. Ich will immer rüberfliegen, weil ich nicht so viel Zeit für den. Stimmt, das gab es noch früher. Da kommt nichts drauf. Oh, jetzt kommt was drauf. Entschuldigung, darf ich mal an den Mülleimer? Ich würde gerne tippen. Naja. Egal. Egal. Was? Alles klar. Ich werde überall überfliegen, weil. Oh, also in den Spiegel. Das ist ein Ding. Okay, das sind krumme Sachen. Ich hätte das ja auch witzig. Fand ich das. Gut, ich gehe mal weiter. Ich glaube, das ist hier kein Tourismus für mich. Gehen wir einfach weiter. Und zwar in eine Richtung. Ach, wie es aussieht. Ja, das war noch von alte Kleidung von früher. Und ich sag mal, diese Polster, die kenne ich von 24. Ach ja, das kenne ich noch von der. Ach, das ist der Führerschein von der 103. Oh, ist klar schon zwischen. Ah ja, stimmt ja logisch. Ja, so sieht der Führer, das ist glaube ich 1 zu 1, oder? Mars, oder? Er kommt gleich nach. Ach, guck mal, wie schön es aussieht von hier. Das ist glaube ich auch keine Maßstab von E03. Führerstand. Ich lese euch mal, was da steht. Oh, das ist irgendein Grün. Ah, ne, ist die E11. Ah, nicht, ach Gott, was mache ich hier? Ach ja, das kenne ich doch. Diesen Wagen kenne ich doch. Der fährt ein Sonderzug auch mal in den Rheingold-Express. Aber ich kicke mal gleich mal dafür. Ich mache einfach nach. Mal Fotos. So, ja. E11-0033 meine ich. Hier sind veraltet, hier sind Güterwaggons, teilweise alt und vielleicht auch noch voll sind. Ach ja, die DR-Dosto, die ersten Dosto-Wagen. Stimmt. Okay, hier kommen wir gleich. Ich will das nochmal ein paar Fotos machen von hier. So, jetzt sind wir hier nochmal in dem Bereich. Ach, hier hinten auch durchgehend dabei. Ja, das kennt man doch typisch. Eine schöne Dampflok E10, Baureihe 10001. Nochmal deine Kleidung. Nochmal dieses Schiff. Ja. Oh ja, das ist der Kennmann. Der steht sogar, ein Teil davon steht sogar in Koblenz. Der TEE, beziehungsweise DR TEE. Und jetzt noch die Züge wagen. Das ist der Schied, war ich in Nürnberg. Koblenz war nicht. Schön, absolut hier alles sehen. Also Logo. Hier haben wir sogar noch einen Führerschein, wo man nicht reingehen darf, leider. Schade. Von der Schienenbus. Ich weiß nicht, geht es hier weiter oder ist hier noch ein Gang, wo er weitergeht? Ach, hier sind so viele. Ach ne, hinten sind noch keine Modelle, sehe ich gerade. Formsignal.
Ja, hier alles über diese Kleidung. Jetzt ist es laut wissen. Ja. Was? Ist das ein Spiel? Ja. Wo ist 58? Ich habe keine Reaktionszeit. Also reinschicken. Da. Drei, sechs. Acht, drei. Nein, das ist falsch. Ach, verdammt. Du hast vier Felder in diesem Zeit geschafft. Ach, ich sehe dich eher den Zügen. Was? Okay, egal. Wir sind getestet. Ups. Wow. Alles klar. Egal, egal. Ich gehe einfach weiter. Oh, das ist die Intake von dieser Diesel-Lok. Die V180. Sieht geil aus. Altes Modell. Oh. Ist das noch ein Touch-Spiel? Ah, ist noch ein Game. Ah! Das ist cool. Macht. Das ist recht cool. Jetzt gehen wir hier mal alle Loks durch. Also, diese Lokomotive V80. Hinterstellung. Indenstellung 1951 und 52. Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Leistung 810 Kilowattstunden. Kilowatt. Länge mit Puffer 12,800 mm. Hersteller Maka und Kraus muss Maffei. Ja, so sah sie früher aus. Es wurden nur 10 Experimente davon gebaut. Okay. Geht's nochmal weg? Oh. So, da, zurück. Dann gehen wir zur Diesel-Lokomotive E11. Ja. Kannst du aber auch lesen, was da steht. So sah sie aus. Na gut, hier steht nur noch E109. Also, in der Hexestellung, man kann das auch wieder aufhängen gebracht. 1961, Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h, Leistung 2740 Kilowatt, Länge bei Puffer 16,260 mm, Hersteller LEW Hengsdorf. Hengsdorf. Gut, da kommen wir jetzt zur E103. Ja, ein Delegate über Wochen erreicht die erste. Ja. So, Hersteller. Indirektstellungsstelle, also ich sag einfach Herstellungsdatum 1970, Höchstgeschwindigkeit 200 km/h, Leistung 7440 kW, Länge über Puffer 950 mm bzw. 19,500 mm bzw. 20,500 mm. Es gibt allerdings dazu, manchmal geht es so. Hersteller Hengstelle Kraus Maffei Krupp AGB, BBC und Siemens. Nächste Lokomotive, die 120. Indirektstellung 1979, Höchstgeschwindigkeit 200 km/h, Leistung 5600 Kilowatt, Länge über Puffer 19,200 mm, Hersteller BBC, Hengste, Kraus, Maffei und Krupp. Das war die erste Lokomotive mit Drehstrommotor. Genau. Die Dampflok 2305. Ich hoffe, es fehlt noch dran. In der Stellung 1959. Höchstgeschwindigkeit 110 km/h. Das ist nicht ganz so sportlich. Leistung 1785 PSI. Das heißt, glaube ich, Pferdestärke. Länge über Puffer 21,325 mm. Und Hersteller Jung. Alles klar. Dann kommen wir jetzt zum Schienenbus. Ein Dieseltriebwagen VT2, also die Schienenbus. Ja. In der Stellung 1962, Höchstgeschwindigkeit 90 km/h, Leistung 132 Kilowatt,
Länge überpuffert 13,550 mm. Hersteller VEB Wagen Waggonbau Bautzen. Und jetzt haben wir die Diesel-Lokomotive 130 oder 132, die Ludmilla. Die zweite gebauten Lokomotive, genau. Hinterher 1970, Höchstgeschwindigkeit 120 bzw. 140, gibt auch manche. Leistung 1830 Kilowatt, Länge bei Puffer 20,620. Hersteller Lokomotivenfabrik Loro Michello, heute Lukmast. Oh, Junge, ich kann das nicht aussprechen. So, dann mal fertig alle. Da geht's. Oh, gehen wir weiter. Nö, hier kommen also, okay, Reisbahn. Ah, okay. Ach ja, das ist so ein Gradreifenachse. Aber guck, das ist wirklich hier jetzt. Hier ist was Kleines. Hier. Naja. Hier weiter. Dann kommen wir langsam zu die Dampflok. Hier ist eine Mittelbahnanlage. Ja. Jo, putzig, putzig. Ja, den kennen wir doch ganz typisch. Das du. Welt 146. IC, Velarodi, ja, das will ich. IC2, ganz schön lang. ICT, Dia, 3, da war doch sowas, da war sowas. Ach. Was haben wir hier? Nochmal so. Ach, hier mal drüber drücken. Und. Der Sound, das ist noch. Oh, jetzt wird die Uhr zurück. Auch nicht schlecht. Was ist das hier eigentlich für Lok? Also gehört zu. Ja, nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Oh Gott, das ist auch geil, aber es geht hier. ja. Egal, gehen wir weiter. Ja, hier haben wir noch schöne weitere Lok. Und sogar. Okay. Auto geht auch nicht schlecht. Ja, das kennt man auch, diesen Kraftstoffverzug. Dort. Ah, hier war es noch. Hier sieht man nochmal das alles. E06. Oh. Geht das nicht weiter, wäschen? Achso, das sind die Nummer. Gut, egal. Also hinten, ach, da hinten ist die Antabe, das ist. Ach so, scheiße, das hier. Nee, das ist das gleiche. Ach, jetzt hier lässt sie bewegen. Ach, aber hier nochmal alles erklären, nein, danke. Was haben wir hier schönes? Die V160, würde ich sagen. Oder? V18, nee, ist V18, das ist doch. Also V61. Der Menge an. Heilige Scheiße. Zeig noch viel. Jetzt hier noch. Achso. Ja. Ich würde sagen, einen Tag mal unten jetzt. Auweia. Jetzt kommt die Technik. Ernsthaft geht das, geil? Was macht ein Lokführer, wenn er mal während der Fahrt aufs Klo muss? Frage scheint euch immer noch sehr zu beschäftigen.
Habt ihr da sowas wie eine Toilette auf dem Lok? Nein. Mal schauen. Keine Toilette. Keine Toilette. Aber selbst wenn wir eine Toilette hier auf unserer Lok hätten, was sollt ihr uns bringen? Wir können ja während der Fahrt nicht einfach aufstehen und hintergehen. Das bedeutet also, dass wir erst am nächsten Haltebahnhof aufs Klo gehen können. Es wäre also schlau, wenn wir schon ausgepullert auf die Lok kämen, wenn wir mal eine lange Fahrt haben. Aber was ist, wenn der nächste Haltebahnhof so weit entfernt ist, dass ich es nicht mehr aushalte? Dann werde ich mich wohl mit dem Fahrgestell in Verbindung setzen müssen und ihm sagen, dass ich im Seitenbahnhof anhalte, damit ich mich einfach. Dann gehen wir hinter in die Wagen aufs WC und wenn es ein Güterzug ist, dann steigen wir ab und pullern schon mal in die Büsche. Okay, tschüss. Ja, ist klar. Ja, das ist. Ich sag das einfach nichts. Ja, das kennen wir, das ist die technische Toilette. Kennt, ist sowieso. Ach du Schande. Ja, dann will ich gewinnen. Einfach weiter, einfach noch weiter. Ich will nicht mehr sehen. Hitman. Gut, dann geht's hier weiter. Ach ja. Ach du. Ich will nicht wissen. Ich will nicht wissen. Ich sag nichts. Ich sag dazu nichts. Ich geh einfach. Ach guck mal, stopp mal, stopp. Hier haben wir die alle ICE-Modelle, wie es aussieht. Der Original ICE3, Offenburg sogar. Ich sitze. Oh Gott, nicht bewegen. Zentrale Kauf. Shit. Ja. 3. Dieser ist eine Telespeaker. Ja. ICE 1. Ne, 2. ICE Velaro D. ICE T. Was hat der denn hier? Hier ist ICE 1. Euro. Warum die Ausdruck von Eurobahn? Kennt man. Oh ja, ist auch schön. Das du mal nochmal. Okay, hier bin ich, das ist einfach so groß. Hilfe, gehen wir weiter. Gehen wir weiter in diese Halle. Hier sind die großen Sachen schon. Ja, ich hab Bock, dass ich hier lesen. Ja, das mache ich recht groß. Ach, jetzt kommen wir zur Eisenbahngeschichte. Ich will halt nicht so viel daran gehen, als noch. Ach du Heilige. Okay, alles klar. Ach, das war die erste Sonnenflugfahrt mit nach Nürnberg, nach von Nürnberg nach Fürth. Ah, jetzt haben sie einen, glaube ich. Ist bereit. Ja. Okay, dann bin ich bereit. Hier ist der Waggon. Ah, jetzt kommen wir schon diesen Punkt. Das ist ein Heuholz für noch. Königlicher Wagen. So, hier sind die Dampfloks. Der Mix.
Aber man sieht, wie riesig die sind. Ja, mega. Ich fahre einfach nicht mehr. Ich fahre einfach so, mal zu den Originalzügen direkt ran. Aber ich würde sagen, wir sehen uns jetzt in 69. So. Das gleiche 3. Ja, und das ist der Adler. Und das ist die 3, also nicht der Dachbau. Und jetzt können wir sagen, jetzt wechseln wir zur Halle 2 und zu den rechten Zügen. Auf geht's! Hier steht drauf. Hier ist die Fahrzeughalle Nummer 2. Auf geht's. Jetzt wird's richtig spannend. Jetzt sehen wir eine schöne, richtig schöne Züge und Wagen sehen. Und ich weiß nicht, ob sie noch hier gebracht hat. Hier ist die Fahrzeughalle 2. Auf geht's, Leute. So, hier hören wir jetzt eine andere Gebäude. Ja. Und da ist die C4. Ganz moderne. Nee. Kennt man doch. V36 108. Was für ein fetter Motorwert. Karlsruhe. Der ist sogar in Karlsruhe beheimatet ursprünglich. Hier steht. Ach, gut, scheiße. Ja, Baujahr 1932. Hersteller Wurmag Görlitz AIG SSW. Höchstgeschwindigkeit 106 Kammer. Fahrzeuglänge über Puffer. 41,920 mm, Leistung 2x420 PS, also 2x302 Kilowatt. Dienstgewicht 85,0 Tonnen. Kennt man die ganz alte noch? Gott, die steht hier sogar wirklich. Jetzt halt uns fest. Hier haben wir die Touristenlok 103. 103 220-0, die hier jetzt beheimatet mit ist. Ich glaube, die ist nicht, leider auch nicht mehr in Betrieb. Aber Wahnsinn, dass die hier steht sogar jetzt. Ich hoffe, die sind alle Touristiknocks, sind glaube ich nur fast alle nicht mehr in Betrieb. Aber Wahnsinn. Schaut euch die an. Da steht es da drauf. Das sind zwei, so ist nämlich Englisch und Deutsch. Elektromotive 103 220. Betreiber Deutsche Bundesbahn. Hersteller Siemens. Krauss Maffei. 1973 und ja. Ja. Aber geil, dass die sogar hier steht. Löchen, wie kommen wir raus? Was sehen wir da vorne gleich? Die E41, 141 in dieser Lackierung V160 und E94. Oh nein, da kippe ich noch nicht, zeige ich noch nicht rüber, aber. Also, nice, aber okay. Den sogenannten Bahnsteig. Wir gucken gleich mal, ich gehe noch gleich hier lang, aber wir machen nicht mehr immer Fotos, macht man auch an. Hier haben wir die. Ups, ich weiß, das steht, egal. E4, also 104.
E94-259. Deutsche Bundesbahn. Also stehen die so groß, da stehen hier gar nicht drauf. Hör mal auf. Hör mal auf, verstanden werden. Was haben wir hier? V160, also Baureihe 216-067, 1966. Ja. So, kurz wieder gucken. Hier haben wir ein paar Geschichten zu die Signale. Das war ganz früh die Signale hier Art. Bewegen darf man die gleich nicht, oder? Kritisch optischer Telegraph des Hannovers Bahn um 1980. Bewegen darf man glaube ich nicht. Oder? Kann man die um? Ne, kann man auch nicht mehr bewegen, so schade ist. Doppelschiebe. Hier haben wir noch ein paar Drücker. Ländische. Ja. Spannbügel beschimpfen. Mhm. Also falls ihr lesen wollt, einfach stoppen. Beziehungsweise kann man gleich ein bisschen schlecht lesen, manchmal Texte. Ah, hier sind noch die Schwellen. Oh, ist mir gerade aufgefallen. Ja, das stimmt. Wir waren auch bei uns, oder sind auch bei uns, entgegen diese Beton, Metallschwellen, Holzschwellen, dieses B450, also irgendwie so Steinkarton, nochmal so ein Drucker. Ach, man kann da nicht. Ach so, ich weiß nicht, die Drucker, kann man da nicht umbedrehen, glaube ich. Ja, ich guck mal nach. Also end. Nee, geht doch, passiert gar nicht. Schade. Ich dachte, du bist. Sag kurz. Schade. Egal. Ja. Was ist das hier? Ah! Das ist cool, warte. Hallo? Ah ja. Das ist cool. Also soll es auch bei dir vergehen, von mir? Muss er vielleicht mehr gedrückt halten. Ne, bei denen findet ihr nichts. Schade. Oh. Bei denen findet ihr leider nichts. Schade. Aber das ist cool. Da vorne sich wird aber nicht bewegt, aber das Hauptsignal, das ist cool. Weil dann nochmal zu. Auf HB0. Geil. Gut, gehen wir weiter. Hier kommen nochmal diese Metallschwellen. Stahlschwellen, heiß weißen die. Ja, das waren die so. Typischen. So, hier nochmal Holzschwellen mit. B8-Schwellen. Ja. Ja, hier haben wir hier. Hier kommen wir zu den HV-Signale. Kann man das auch ändern? Ja, es ist dunkel. Oh, es ist nicht grün. Warte mal. Das grüne Licht ist kaputt, glaube ich. LOL. Oh, da sieht man das ganz? Warte, kommen wir jetzt mal ganz nah ran. Wenn ihr mal das grün sieht, sagt bitte, aber ich glaube, es ist einfach abgebrannt, weil ich sehe, man sieht gar nichts. Ja, das sind die typischen HV-Signale. Nochmal, was soll ich nochmal? Schwellen, die Schwellen haben sich immer wieder geändert. Da kommen wir schon ein bisschen mehr. Die heutige Schwellenarten. Und hier ist ein HL-Signal, warte. Hier ist ein HL-Signal. Also was ist hier? Ah, langsam. Also grün-gelb, wie man sieht. Rot. Man sieht, weiß ich, ob man die Kamera richtig sieht. Grün-gelb. Rot. Ja. Das sind die HL-Signale. Hier steht's. Der HL-Signal der Deutschen Reichsbahn.
Hier haben wir nochmal Schwellen. Und hier haben wir das HV-Kompaktsignal. Entschuldigung, das ist ein KI-Signal. Aber sieht wirklich eine HV. Das ist doch ein HV-Signal, das ist doch kein KI. Hä? Warte, haben wir grün? Man sieht gar nichts. Gelb, hier ist. Ach, guck mal. Aber guck mal, das ist doch kein. Aber du sollst ein SK-Signal darstellen. Also, das ist ein bisschen. Ja. Hier kommen wir schon die Betonschwelle und ETCS. Eurobelesen. Feste Fahrbahn, ja. Was haben wir so ein Ding? Ja, Festival, Festival, blablabla, blablabla, ja, ja, egal. Ja. Geht's hier noch weiter oder ist das nur das Ende? Nicht. Nein. Okay, egal. Hier sieht man richtig, wie Gleise und so gut sind. Und ich will jetzt wirklich nicht mehr zurückgehen. Ja. Ich finde es putzig, dass man so dieses Signal in der Kanne hat. Irgendwie ist es ein bisschen verbackt oder von niedriger Seite, aber sieht interessant aus. So, gehen wir gleich weiter. Bis mal gleich. Gehen wir jetzt weiter und jetzt kommt mir ganz sehr gute Züge. Hier haben wir die E41-248 in sogar diese originale Lackierung. Warte, ich stehe auch besser drauf oder? Nee, hier stehe auch keiner drauf. Also 141. Und da hinten ist noch dieser einen Typ, ein Wagen, einen typischen Wagen mit 200 km Zulassung. Interregio-Waggon, so war das, zweite Klasse. Genau, bei 200 km Zulassung sogar. Köln, Hauptbahnhof beheimatet. Nicht schlecht. Ja. Da haben wir noch. Ja, die Signaltypen. Sacksignal. Also ein Sperrsignal. Eine gequetschte Signalbildungsdingsbungs, also ein bisschen gequetscht. S-Bahn-Signal Berlin, SV heißt, war das früher hier. Ah. Das typische HV mit VR, also HV-Signal, typische in Alt-Style. Lichts- und Vorsignal, da steht's. Vorsignaltafel und dahinter dieses andere und dieses etwas anderes, noch ein bisschen ähnlich. Bayerische Staatsbahn, Eisenbahn, war das die Signaltyp hier. Und hier. Ja. Ja, ja. Hier ist eine schöne kleine Radschieler, ich glaube, das ist eine Köf. Und jetzt, ich weiß halt nicht, welche Köf ist, weil ich weiß es selber nicht genau. Köf 1, Köf 2, Köf 3, weiß ich selber nicht. Das mal klären wir gleich auf, das wird ein bisschen lauter. Hier ist noch alt. Also sein Zigar. Altbau, Sobla, ja, okay, Bahn. Ich sag einfach Köp 2 oder Köp 3. Ich weiß es halt nicht genau. Ich weiß nicht, was genau der Unterschied ist. Das ist halt an die Kritiker. Ich weiß selber nicht, was das ist. Verstand! Hauptsignal preußische Bauart. Okay. Das ist so ein altes Leutewerk davon. Sag mal eins. Achtung, das kann jetzt laut werden. Ja, also nochmal in die Technik reinsehen.
Also hier fällt immer ein Gewicht runter. Ich glaube, bis unten muss das hier hochgezogen werden, glaube ich. Da soll man nicht so oft für den Raum spielen. Und jetzt kommt wieder was richtig Geiles. Die Original. Ach du Scheiße, diese Anspruch ist so scheiße. 120 in Original Lack, Sonderflackierung. Zu 120501-9. Das war die erste Sonderfahrt von den 50 Jahre S-Bahn München und diese Lackierung. Und ich sagte eins, warum? Und heute haben die das nicht weggemacht. Na gut, also, das ist die erste Elektrofriedzug ET 120001. 501? Hä? Okay, egal. Aber es mich ärgert, das ist so schlimm. Egal. Ja. Aber trotzdem, legendär. Und dieser Lackierung ist ein Lecker. Und warum diese Scheiße? Egal, ich beruhige mich. Aber trotzdem, legendär. Gesundheit. Hier haben wir noch von der Deutschen Reichsbahn noch so ein Schnell-Doppelschock-Wagen. Aber mich kotzt das gerade hier an. Das ist, warum macht man sowas? Das ist doch eh. Sorry, aber das ärgert mich gerade sowas von stark. Warum macht man sowas? Naja. Hier sieht man nochmal die spezielle Kupplung dafür. Von Schafmelkupplung und sowas. Aber warum macht man sowas so schmutzig? Naja, schon, gehen wir jetzt weiter. Ja, hier sind wir. Hier ist sogar noch ein Kopf, also ein Steuerkopf von der S-Bahn Berlin, die alte. Freibüchse der Lokomotive Adler. Okay. Ja, das ist die Motor, richtig. Okay. Fertig von ist, weil hinten, ich wusste doch, hier hinten Zugs, die entstehen, sind noch die anderen und sogar richtig coole Wagen, aber die sind leider Abschnitt, ja, da kann man Zug nicht. Das ist ja schade, das ist auch wieder ein bisschen enttäuschend. Deshalb war es das auch schon von hier leider. Dann gehen wir uns weiter, schauen wir, wo es nächste geht. Also bis dann.